Da wird Timmy zellhörig. Du könntest ja mal. Ach, das mache ich nachher nach dem Stream. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal. Boah! Grippe. Wieder eine Miez. Grippe Income. Was sage ich denn nach dem Stream? Jetzt müssen wir uns erstmal auf das Spiel konzentrieren. Sage ich, falls das DLC irgendwann heute noch durchgehen sollte, sage ich es ja dann. Dann wollte ich ja, dann habe ich eh eine kleine Pause, bis ich Uncharted eingelegt habe. Ist alles hier wieder ziemlich düster. Der Zustand des gefreiten Alice hat sich verschlechtert. Er glüht geradezu und konnte kein Essen bei sich halten. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Vielleicht war die Amputation zu spät. Vielleicht verwandelt er sich, wenn ich ihn nicht beobachte. Und die Infektionsprotokoll, wir haben bei Officer Corfield getan, was notwendig war. Wem mache ich eigentlich etwas vor? Wir haben Larry ermordet. Alice hielt ihn am Boden und ich erschoss ihn wie einen räudigen Köter. Seine Schreie gehen mir nicht aus dem Kopf. Reagan, bitte, ich habe immer noch Zeit. Tu das nicht. Alice, was haben wir getan? Was wäre, wenn ich einfach verschwinde? Was, wenn ich mich einfach aus dem Staub mache? Da haben sie den Commander erschossen. Danke. Ja. Leer. Vielleicht finde ich welches. Oh,
Boah. Ist ja grausam, ey. Echt schönere Orte, wo man sein möchte. Nichts. Jackpot. Okay, Jackpot. Wie geht das? Schlauch reinstecken und einfach ansaugen. Bitte. Komm schon. Boah, ey. Verliert ja alles, ey, mit diesen Monstern, ey. Kann man hier nicht durchs Wasser? Nee, anscheinend nicht. Servus. Schau geradeaus. Ja, mit Höhenangst, das ist hier nichts. Nicht in das Wasser und ist nicht frittiert. Ja, ich dachte, das zählt dann nur für die eine Ecke, aber anscheinend ist das dann alles stromatisiert, sage ich jetzt mal, ne? Traumatisiert. Neues deutsches Wort.
kann das sein, dass nur die eine Ecke stromatisiert ist? Schon leicht in die Erschreckung rein, sag ich mal. Haben die Burger eigentlich geschmeckt, Frau Mietz? Das freut mich zu hören. So viele. Zehn. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Nichts wie raus hier. Der gute alte Flaschentrick. Flasche hinwerfen. Versammeln lassen, Bombe werfen. Kö! Gibt sicher einen Applaus für. Das hat ja auch mittlerweile Ausmaße angenommen. Keine Standing Ovation, nichts. Das war ja nicht wegbomben, das war taktisches Ausschalten. Wegbomben. Du wirfst sie dann wild umher, die Bomben. Das ist taktische. Das sind taktische Maßnahmen. Yeah.
Wegbomben. Erstmal habe ich sie gelockt und dann habe ich sie gezielt nicht weggebombt, sondern gezielt ausgeschaltet. Muss ich mir so was wie du machst Wegbomben anhören. Sehr bitten. Wieder voll konzentriert hier. Ja. Es hat nur noch der eine. Kann ja kaum, oder? Ich höre doch mehrere. Da die Vorräte zu nahe gehen, sind Gefreiter Eugene Ellis und ich in der Hoffnung, zusätzliche Vorräte besorgen zu können, zum Ladedock gegangen. Wir wurden unvorbereitet überrascht, als uns eine Gruppe von etwa einem halben Dutzend Infizierter des zweiten Stadiums angriff. Wir haben die Gefahr neutralisiert, allerdings erst nachdem Ellis gebissen wurde. Nach einer hitzigen Diskussion, in der Gefreiter Ellis versuchte, sich das Leben zu nehmen, habe ich ihn kampfunfähig gemacht. Anschließend nahm ich es selbst auf mich, gegen das Protokoll zu verstoßen. Ich isolierte die Infektion mit einem Druckband. Ich fand eine chirurgische Säge im verlassenen Notlager und reinigte sie. Ich verabreichte Gefreiten Ellis Morphium, bevor ich seinen Arm einige Zoll über dem Biss amputierte. Ich bin zuversichtlich, dass der Gefreite, sobald er das Bewusstsein wiedererlangt hat, befreit ist von der Infektion. Ja, da wurde einfach mal was amputiert, ey. Warum auch nicht? Man gönnt sich ja auch sonst nicht viel, ne? Nee, ich werfe jetzt erstmal. Im Moment werfe ich noch keine Flasche. Ich versuche das Ganze noch. Alles, was ich aufgesammelt habe, muss ich also nochmal aufsammeln. Aha. Scheiße.
Der ist nicht zu töten mit Dreieck. Der ist nicht zu töten mit Dreieck. Hat wurde mir nichts angezeigt. Hast du es jetzt gesehen? Also muss ich den mit Waffe, mit Pistole ausschalten. Ich habe mich gerade schon gewundert. Gut, dann kriegt der Headshots. Er ist voll der Überboss anscheinend. Krass. Ich bombe hier nichts. Ich habe 3 Schüsse daneben gesetzt gerade. Also er ist wohl der Endgegner vom ganzen Spiel, glaube ich. Vom gesamten Game inklusive Vollversion und DLC ist er Endgegner. Mann, das würde ich um Bogen geben. Jetzt lässt das Spiel schon aus Mitleid 6 Patronen fallen, er wird immer peinlicher. Lassen Sie hier Patronen fallen nach Patrone fallen? Kannst da nur schmunzeln ein bisschen. Als hätte ich es nötig, ey, voll der Witz. Und wie kalt ist es bei dir aktuell? Hier ist arschkalt, ich mach mal Heizung wieder an.
Ja, ist doch schön warm in der Wohnung bei 10 Grad, oder? Ich hab nichts geklaut. Hast du eine Ahnung, wie hungrig ich bin? Ich weiß ja, dass nur das Fieber aus dir spricht, aber... Ich bin abgehauen, weißt du? Herrje, ich war schon 10 Meilen aus der Stadt, bevor ich mich umgedreht habe. Du hast schon recht. Wir schlafen zusammen, essen zusammen, scheißen zusammen. Sind eine Familie. Also. Nein, nein. Ich gehe nirgends hin. Gott. Die klingt aber verzweifelt, oder? Mann, 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 du, die arme Frau. Oh, die hat aber auch Nervenkontrolle hier. Oh oh. Ist übrigens gerade ein Live-Schalte in Miets angenehm warmer Wohnung. Inklusive Live-Audio-Windgeräusche. Frische 2 Grad am Rechner. Aber ist angenehm. Voll Frostmiets. Wie sie sich um Joel sorgt. Bist du bereit? Oh, wieder zurück in die Vergangenheit. Total. Ist das dein Ernst? Sag's ja. Warte, die Soldaten sehen doch, dass hier Licht brennt. Nein, die Außenlichter gehen nicht. Woher weißt cool. du das? Melanie von den Fireflies hat's mir erzählt. Das sieht cool aus. Hast du Lust? Ja, klar. Okay. Ja. Bist du bereit? Was machen wir? Wow, wow, wow. Riley, komm her. Nein, du schaffst das. Los. Oh Mann, das ist irre. Komm
Sean, komm hier hoch, setz dich neben mich. Okay, warte. Nein. Ich bin doch gerade erst drin. Lebe! Ui. Also, ich fand's toll. Da hast du's. Was ist das? Was sagt der Hase zum Igel? Was ist das? Du bist so spitzfindig. Nee, oder du hast noch ein Witzbuch entdeckt? Was bekam der Kannibale, als er zu spät zur Party kam? Die kalte Schulter. Hier, für dich. Weißt du, du könntest glatt wieder meine beste Freundin werden. Ich meine ja nur. Ich kenne dich doch. Ich meine ja nur. Ein tolles Team, die beiden. Okay, bist du bereit? Bereit. Was bestellt ein Hund im Restaurant? Bellkartoffeln. Sehr gut. Der war gut. Bellkartoffeln. Ein gekochtes Ei am Morgen ist kaum zu schlagen. Witzig. Lustig. Das gefällt mir. Ich lese gerade ein Buch über Antischwerkraft und ich kann es einfach nicht weglegen. Schön. Ja, der ist klasse. Warum wachsen auf dem Mond keine Blumen? Es gibt zu wenig Erde. Oh. Okay, das reicht. Ich stecke es jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Der Fotoautomat ist an. Ellie, das müssen wir ausprobieren. Wie funktioniert das? Die haben echt Spaß. Einfach den Anweisungen folgen, glaube ich. Soll ich? Nein, weißt du was? Du machst es. Oh, Tillman! Was nimmst du? Wo ist der Typ denn cool? Na, er hat eine Sonnenbrille und ist ein Häschen. Okay, lächeln. Eine Sonnenbrille und ein Häschen, das ist cool. Wie ein Engel. Okay, was Gruseliges. Jetzt mal eine Fratz, okay. Jetzt ein Knatschgesicht. Okay, jetzt albern gucken. Okay. Schweinsnase. Oh, schon fertig. Okay. Hey, da sind wir ja. Wir sehen bekloppt aus. Aber trotzdem super. Machen wir mal Liebe. Vielleicht Liebe. Und Freunde müssen auch noch durch. Willst du mich anmachen? Wollen wir weiter. Ha, okay, lächeln. Wie ein Engel. Okay, was Gruseliges. Dinosaurier. Oh nein! Oh, nein. Oh, jetzt mal eine Fratz. Okay. Kugelfisch. Okay, jetzt albern gucken. Okay. Okay, jetzt ganz sexy. Wie sexy. Oh, schon fertig. Reicht. Okay. Die sind viel besser. Reicht. Was ist ein Facebook? Was ist ein Facebook? Oder wir drucken unsere Bilder einfach aus. Ich kann nicht fassen, dass das funktioniert. Ich weiß. Neuer Versuch. Okay. Oh, komm schon, verdammt! Wenn man hier dagegen schlägt. Och, schade. Oh. Was ist jetzt passiert? Jetzt ist es kaputt. Ich glaube, du hast recht.
Also... Wollen wir uns weiter umsehen? Oh ja. Sie. Wieso klingt sie denn bitte so blöd? Ja. Mach mal eben die Tür zu. So würde ich es machen. Achtung! Die 6-Uhr-Schicht beginnt in 10 Minuten. Okay, jetzt ich. Alle Einwohner müssen stets einen aktuellen Ausweis bei sich tragen. Melden Sie jegliche Anzeichen einer Infektion sofort im zuständigen Bereichsleiter. Nicht vergessen. Untätigkeit kostet Leben. Ja, das wäre viel besser. Hey, die Rolltreppe funktioniert. Komm her. Lass uns hochgehen. Wir sehen, was da los ist. Ja, ich habe schon zwei drin. Wow, schau dir das an. Wow. Oh, das gibt's doch gar nicht. Hab's doch gesagt. Nein, sag jetzt nicht, er ist kaputt. Er ist kaputt. Mann, ich wollte so gern damit spielen. Kannst du doch. Wie? Okay, komm her. Schließ die Augen. Na los. Okay. Damit bewegst du dich. Damit bockst du und damit trittst du zu. Und zum Blocken den hier. Okay. Zuerst wählst du deinen Charakter. Du spielst als die unaufhaltbare, krallenschwingende, umwerfend schöne... Angel Knives. Soll ich mir das jetzt alles vorstellen? Augen zu. Okay, sorry. Sie steht am Rande des Schattentempels. Ein uraltes, mystisches Gebäude, wo die Turniere der Unsterblichen stattfinden. Dein Gegner, Black Fang. Da ist was los, sag ich dir doch. So ein weißer Muskelberg mit drei Armen. Ist auf dein Blut aus. Die Musik wird lauter, als er seine Kampfstellung einnimmt. Bereit und lieb. Runde 1. Kampf. Runde 1 beginnt. Black Fang rast auf dich zu. Er greift dich mit einem Doppelschlag an. Spring hoch! Ja, er schießt an dir vorbei. Du landest hinter ihm. Schnell, schlag ihm in den Rücken. Du versetzt ihm so richtig eins mit dem Ellbogen. Kostet ihm 15% Gesundheit. Ja, er wirbelt herum und startet einen Schattenklauenangriff. Was soll ich tun? Zurück und blocke zum Konter. Du hast den Ellbogen hoch, gerade als eine Combo startet. Du rutschst zurück, nimmst aber keinen Schaden. Der letzte Block bringt ihn aus dem Gleichgewicht. Gleich hat er sich wieder erholt. Schnell, komm doch mit einem Himmelsleber. Ja, auf jeden Fall. Da musst du dein... Oh. Da musst du dein Pad aber auch für kennen, sag ich dir. Angel Knives Klauen fangen an zu gluten. Sie durchbohrt seinen Körper wieder und wieder, bis ihm das Herz aus dem Oberkörper springt. Sie holt mit ihrem Bein aus und schlägt ihm mit einem Roundhouse-Tritt den Kopf ab. Oha. Eine Blutfontäne ergießt sich aufs Spielfeld. Das ist ein Ultra-Kill. Angel Knives reckt die Fäuste in die Luft. Du hast gewonnen. Ja, ich hab gewonnen. Nicht schlecht fürs erste Spiel. Und?
War ganz okay. Ach, komm schon. Ja, hat Spaß gemacht. Hörst du das? Hey, hör mal. Wir sollten zurück. Ich muss zurück. Du hast noch jede Menge Zeit. Riley, ich kann mir solche Sachen nicht mehr erlauben. Wir machen einfach morgen weiter. Geht nicht. Na, dann halt irgendwann anders. Okay, Firefly-Braut, wann? Sie wollen, dass ich verschwinde. Verschwinden? Aus Boston. Ich soll zu einer Gruppe in einer anderen Stadt. Ich habe gesagt, dass ich in Boston bleiben will. Aber du weißt ja, wie Marlene ist. Nichts macht sie einem leicht. Alles ist ein Test. Sie holen mich morgen ab. Wow. Okay. Das war alles? Na, was willst du denn hören? Was weiß ich? Wie wär's mit einem guten Rat? Ich mein's ernst. Warum hast du mich hierher gebracht? Ich wollte dich sehen. Nein, warum hast du mich hierher gebracht? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Du willst meinen Rat? Geh. Na los, verabschieden wir uns. Ich schau mal, woher die Musik kommt. Riley! Riley! Verdammt! Wo zur Hölle ist sie hin? Riley! Riley! Oha. Hast du sowas schon mal gesehen? Ist unser Gespräch beendet? Keine Ahnung, ist es? Du hast keinen Grund, sauer auf mich zu sein. Ich bin sauer auf dich. Warum? Weil ich deine Meinung hören wollte? Wann war dir meine Meinung je wichtig? Es war doch gut. Es war verdammt gut und dann sagst du, ich soll mich verziehen und verschwindest einfach? Dieser ganze Tag... Fühlst du dich schuldig? Soll ich es dir leichter machen? Bitte schön, kannst du gerne haben. Voll Zickenkrieg. Ich müsste eigentlich auf der anderen Seite der Stadt sein. Wenn ich als Firefly erwischt werde, bin ich tot. Wegen Schuldgefühlen habe ich nicht eine Stadt voller Soldaten durchquert. Und ja, ich habe Dinge getan, die ich gern ungeschehen machen würde, aber... Ich versuch's. Apropos. Diese Wasserpistolen, auf die du scharf warst? Dafür hätte man mich fast erschossen. Überraschung. Okay. Zuerst mache ich dich fertig. Und dann reden wir. Mach dich auf eine Dusche gefasst. Mal sehen, was du drauf hast, Firefly. Mach's dir nicht zu bequem. Ellie, komm schon! Ich krieg dich, Ellie. Verstecken bringt nichts. Gefällt dir das?
Scheiße. Oh, Platsch. Ich hab dich voll erwischt. Was? Das war kaum ein Streifschuss. Du triefst. Okay. Du zählst bis 5. Ich versteck mich und dann jagen wir uns. Wer zuerst getroffen wird, verliert. Schön. Schließ die Augen. 1, 2, 3, 4, 5. Ich komme! Ich hab zuerst geschossen. Oh, Menno! Du Miststück. Wer 2 von 3 schafft, geh dich verstecken. 1, 2. Ich hatte sie zuerst gesehen, aber der Schuss saß nicht. 4. Miet schummelt oft. 5. Du bist tot. Gibt's doch nicht. 1:1. Der Nächste entscheidet. Okay, freu dich ja nicht zu früh. Jetzt zählt's. Okay, los. 1, 2, 5. Versteckt oder nicht, ich komme! Oha, die zählt ja so schummel... Mini-Meets zählt ja wie Meets. So Schummel zählen. Gesehen? Okay. Die Hundemarke gehört aberkannt. Wow. Jetzt bist du gemein. Jetzt reicht's. Wir machen's nochmal. Riley. Ich würde so gern weitermachen. Aber du musst zurück. Aber ich muss zurück. Okay. Gut. Kann ich ein Stück mitkommen? Schon. Dann komm, ich hole meinen Rucksack. Hey, also... Das kam vorhin blöd rüber. Aber... Ich hab's echt so gemeint. Du solltest gehen. Das ist etwas, was du schon immer wolltest, seit... Du weißt schon. Seit Ewigkeiten. Soll ich dich aufhalten? Nur du könntest das. Nein, bitte geh nicht. Ich werde dich so furchtbar vermissen. Ich komm klar. Und du kommst klar. Und wir werden uns wiedersehen. Behalte du sie besser. Vielleicht ist Riley auch nicht gestorben. Vielleicht ist sie einfach nur weggegangen und die hat das dann so als gestorben angesehen. Hast du eigentlich deinen Walkman noch? Na klar. Zeig mal her. Hier. Was ist drin? Das Band von dir. Du wirst mich wirklich furchtbar vermissen. Klappe. Lass liegen. Komm mit.
Was soll das werden? Wart's ab. Die haben Spaß. Komm. Was ist denn? Hey, was ist los? Bitte geh nicht.